Willkommen, Freunde! Wenn ihr leidenschaftlich gern angelt, dann träumt ihr sicher von Zeit zu Zeit davon, einen großen Wels zu fangen. Angeln spielt schon lange keine Rolle mehr als Ernährungsquelle. Für viele Männer ist es ein beliebtes Hobby, Unterhaltung und Leidenschaft. Und wer einen Wels an der Angel hatte, kann sein Leben lang Geschichten von einem großen Fang erzählen. Im heutigen Video werde ich euch die Geschichte von zwei Anglern aus Polen erzählen, die einen riesigen Wels fangen konnten. Einen der ältesten Welse der Erde. Alfons Przosowski und Marek Zdanowicz angelten einfach an der Oder im Südwesten Polens, ohne zu ahnen, dass sie bald auf der ganzen Welt berühmt werden würden. Sie waren schon erstaunt, als sie bemerkten, dass sie nicht nur einen Wels gefangen hatten, sondern einen gigantischen Wels. Er war mehr als 3,5 Meter lang und sein Gewicht erreichte fast 200 Kilogramm. Die weiteren Ereignisse waren noch überraschender. Die Überraschung über den Fang war grenzenlos. Aber bald waren die Männer noch mehr erstaunt. Im Inneren des gefangenen Fisches wartete eine wirkliche Überraschung auf die beiden. Nachdem sie den Wels aufgeschnitten hatten, fanden die Angler darin Reste menschlicher Knochen sowie Knöpfe und ein Abzeichen in Form eines Adlers von der Uniform eines SS-Offiziers. Die Männer verständigten sofort die Polizei, die die Ermittlungen aufnahm. Die Herkunft der menschlichen Überreste musste festgestellt werden. Experten gingen davon aus, dass der im Fisch gefundene Mensch Anfang der 40er Jahre des letzten Jahrhunderts während der Besatzung Polens ums Leben kam. Es wurde auch das ungefähre Alter des Fisches festgestellt, zwischen 90 und 110 Jahre. Wie genau der Offizier ums Leben kam, konnten die Experten nicht klären. Somit gibt es keine Informationen darüber, ob er bereits tot war oder ob er von dem Wels getötet wurde. Der Wissenschaftler Patek Loyoko erläuterte die Situation. Wir haben nur Knochenfragmente in unseren Händen. Ein Großteil des Skeletts wurde nicht gefunden. Außerdem wurden sowohl Knochen als auch Artefakte durch den Magensaft geschädigt. Es gibt nicht genügend Daten, um die genaue Todesursache zu ermitteln. Übrigens ist die Version, dass der Mensch von einem Wels getötet wurde, ziemlich real. Zoologen bestätigen, dass einige Fische dieser Art eine Katze oder einen Hund fressen können. Die größten Welse greifen sogar Menschen an. Ein ehemaliger Jäger erzählte, dass Wälse schnell angreifen und das Opfer dann in die Tiefe ziehen. Dem Ufer nähern sie sich gegen Abend. Einige Angler erzählen auch, dass sie viele Geschichten kennen, wie ein Wels einen Hund ins Wasser gezogen oder einen Menschen gebissen hat. Und Jäger versichern, dass sie mehr als einmal gesehen hätten, wie diese Raubfische Rehe angriffen, die einen Fluss durchquerten. Menschen teilen außerdem Geschichten darüber, wie Wälse Menschen Wäsche beim Spülen im Fluss aus der Hand rissen. In der Presse kann man sogar Informationen über menschenfressende Wälse finden, die Motorboote umgekippt haben, um an die Opfer zu kommen. Es wurde berichtet, dass in der Nähe der Insel Cortesia in 15 Metern Tiefe ein einst spurlos verschwundenes Boot mit einem großen Loch entdeckt wurde, in dem ein riesiger Wels stecken geblieben war. Außerdem wurden in dem Fisch Überreste von drei Touristen aus Polen gefunden, die mitsamt dem Boot verschwunden waren. Da ist die Version, dass der Wels den deutschen Offizier angegriffen und auf den Grund gezogen hat, nicht unbegründet. Umso mehr, wenn man den Charakter dieses mächtigen Raubtiers berücksichtigt. Es sind Fälle bekannt, in denen Menschen mit voller Überzeugung sagten, dass sie selbst Zeugen solcher Vorfälle waren. Natürlich muss ein Wels riesig sein, um einen Menschen zu töten, weil er wie eine Python das Opfer normalerweise im Ganzen verschluckt und es dann lange verdaut. Es gibt jedoch auch andere Meinungen. Viele sind absolut sicher, Wälse sind keine Jäger, sondern Aasfresser und ihr Angriff auf Menschen ist eine große Seltenheit. Vielleicht ist auch diese Variante beachtenswert, da sich Menschen häufig von Gerüchten oder eigenen Ängsten leiten lassen. Darüber hinaus werden viele einfach von mysteriösen Ereignissen angezogen. Warum nicht an ein Monster aus den Tiefen des Wassers glauben, das abends auf die Jagd geht? Was haltet ihr von dem Fund der beiden polnischen Angler? Schreibt etwas darüber in den Kommentaren, gebt dem Video ein Like, abonniert unseren Kanal und bis bald!